So, einen schönen guten Abend. Das, was ich heute vorstellen will, zunächst erstmal über die Kamera und das Mikrofon meines Smartphones, ist eine Erweiterung des mobilen Sets für hybride Lehre, wie Sie es von der TU Dresden bekommen, wie es auch in verschiedenen anderen Kanälen, die ich gleich verlinken werde, noch vorgestellt worden ist, erweitert um zwei, drei Gimmicks, die Sie brauchen werden, wenn Sie wirklich autark damit unterrichten wollen. Und die würde ich Ihnen ganz kurz vorstellen. Das erste sehen Sie, ist ein Kamerarucksack, der anders als andere Rucksäcke natürlich eine Möglichkeit bietet, das Stativ zu verstauen, das dem offiziellen Set auch beiliegt. Das ist ein Manfrotto mit Revolver-Adaptierung, die tatsächlich sehr, sehr schick ist und sich bequem einstellen lässt. Ich brauche das Ganze jetzt nicht so weit von mir wegzustellen, sondern ich würde das Ganze jetzt mal als Tischstativ realisieren und entsprechend arretieren. Und das ist das, was Sie aus dem Set bereits kennen. Des Weiteren ist in dem Set, das die TU Dresden zur Verfügung stellt, ein Holyland Lark. Das ist eine sehr, sehr gute Alternative zu anderen Funkmikrofonen. Habe ich auch getestet in Umgebungen, wo ich tatsächlich mit anderen Mikrofonen Probleme hatte. Hatte Probleme, das funktioniert. Das kennen Sie. Das nächste, was Sie aus dem Set kennen, ist die OBS Board Tiny, die wir gleich machen werden auf dem Stativ. Des Weiteren kennen Sie aus diesem Set ein USB Verlängerungskabel. Ich habe jetzt hier eins genommen mit 3 Meter Länge und eine USB-Soundkarte. Ich verwende hier eine von Logitech für 4,50 Euro, damit Sie mit den Klinkeneingängen Ihres Notebooks zurechtkommen. Die anderen Dinge kennen Sie noch nicht, die zeige ich Ihnen aber auch erst später. Okay, jetzt baue ich aber das Ganze erst einmal auf, soweit wie Sie es kennen, und würde beginnen mit der OBS Board Tiny. Da habe ich auch ein bisschen. Ich würde mal schätzen, dass die Kamera das nicht so oft mitmachen möchte. Sehr, sehr praktisch finde ich das Mounting der Kamera über diesen Schnellspannung an dem Manfrotto Stativ. Das zweite, was wir jetzt brauchen, ist, und das liegt diesem Set nicht bei, das brauchen Sie aber, das ist ein USB-Hub. Wir werden auch noch sehen, weshalb Sie den benötigen. Und daran schließen wir jetzt auch erst jetzt mal die Kamera an. Mit diesem USB-C-Kabel, 3 Meter Länge, habe ich gewählt. Und das Ganze sollte wunderbar funktionieren. So, die Kamera schaltet auch schon auf. Und damit können wir uns eigentlich dem Holyland Lark zuwenden. Das Holyland Lark besteht aus einer Empfängereinheit und zwei Mikrofonen. Das ist das Holyland Lark 150 Duo, was wir da an der Universität verwenden. Und das ist die Empfängereinheit, die Sie mit dem Mikrofoneingang Ihres Notebooks koppeln. Und idealerweise nutzen Sie dafür das Klinkenkabel, das beiliegt, das dreipolig ist. Das zeige ich hier auch. Und gehen hier auf Line In. An die Line Out ist wichtig. Wir wollen natürlich noch raus haben. Und gehen damit an Ihre USB-Soundkarte, wählen den Mikrofoneingang und stöpseln diese dann in den entsprechenden Hub. Und damit ist das Mikrofon angeschlossen. Und die beiden Holyland Larks, die Sie hier sehen, funktionieren schon bereits jetzt als Mikrofon, werden auch entsprechend erkannt. Zeige ich Ihnen hier an dem Display. Das werden Sie jetzt nicht sehen am Smartphone, aber jedenfalls läuft das Ganze.
Und jetzt brauche ich auch den Charger nicht mehr. In dem habe ich den Plugset. Außerdem war er ein Lavaliermikrofon. Das Lavaliermikrofon können Sie benutzen als Sprecher, um gut verständlich zu sein. Und dann gibt es noch das zweite Lavaliermikrofon für das Publikum. Und da hat das Medienzentrum und die Quellen, die wir haben, einen Schwamm vorgeschlagen, in den man das Mikrofon hineinsteckt, um es dann weiterzugeben. Hat einen entscheidenden Nachteil, diese Technik. Zunächst, man kann sich jetzt darüber streiten, ob ein Schwamm so hygienisch sei oder hygienischer als andere Lösung. Und zum Zweiten ist es so, dass Sie den Schwamm nicht ansehen, in welche Richtung Sie in diesen Schwamm hineinsprechen müssen. Das Mikrofon sitzt hier und will entsprechend auch bedient sein. Und deshalb kommen wir mal zum, neben dem Rucksack zum zweiten Gimmick, nämlich eine Mikrofonhalterung, ein Mikrofonhandle von Rode für das Rode Go-System. Und da wir hier eine Blitzschuhaufnahme wie für normale Kameras haben, passen, Überraschung, Überraschung, natürlich auch die Holyland Larks auf genau das Handle. Und so haben Sie ein sehr, sehr schönes und vor allen Dingen auch gut zu bedienendes Mikrofon, das Sie verwenden können, und intuitiv werden die meisten Leute in dieses Mikrofon so hineinsprechen. Gut, davon habe ich zwei. Eins davon hat mir Veronika Salbach gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Und jetzt nehme ich einfach eine andere tote Katze, die ich hier auf, das ist keine tote Katze, aber ein Popschutz, den ich hier aufbaue, und dann haben Sie praktisch zwei Mikrofone, eines für sich als Sprecher, eines für das Publikum. Und unabhängig davon, ob Sie das Lavaliermikrofon benutzen wollen, ist der Box hier bei oder nicht, haben Sie dann da eine saubere Lösung. So, jetzt hatte ich Ihnen noch ein drittes Gimmick versprochen, das dem Set ebenfalls bisher nicht beiliegt. Und das ist nämlich die Frage, wie Sie aus dem Ton aus einer Videokonferenz bekommen. Und hier sehen Sie eine USB-Soundbar, die Ihren Strom über den USB-Anschluss bekommt. Das würde ich jetzt ja auch mal aufstöpseln. Und dann brauchen Sie noch Ton, und den bekommen Sie über die USB-Soundkarte. Und damit haben Sie aus Ihrem System heraus ein verstärktes Audiosignal, das Ihren Notebook-Lautsprechern weit überlegen sein wird, zum einen, und zum anderen, dass sie auch nicht bindet an die Audiotechnik, die Sie zum Beispiel in einem Seminarraum vorfinden. Gut, ich würde jetzt mal umschalten und umstöpseln, und wir sehen uns gleich auf der anderen Leitung wieder. Bis gleich. So, herzlich willkommen zurück. Jetzt sehen Sie das Bild der OBS-Bot Tiny im Moment, die mir aufgeschaltet jetzt schon folgt. Wundern Sie sich bitte nicht über Lichthöfe und Reflexion. Das liegt daran, dass direkt über mir zwei Halogenlampen brennen, und das wird man sofort merken. Ich spreche jetzt schon direkt in eines der Holylands, und Sie werden merken, dass es vollkommen egal ist, welches Sie benutzen. Die Audioqualität ist identisch, und das Holyland Lark tickert hier über den Empfänger am USB-Hub neben mir. Das sehen Sie jetzt nicht mehr, darauf kommt es jetzt auch nicht an. Das, was ich Ihnen nämlich zeigen will, ist, dass, wie Sie das Ganze integrieren können in eine entsprechende Umgebung. Und zwar würde ich Ihnen das gerne hier zeigen. Das, was Sie hier sehen, ist das sogenannte Voice Meter. Das hatte ich schon in anderen Videos vorgestellt und in anderen Situationen genutzt. Das würde ich jetzt hier jetzt nicht nochmal explizit neu hervorheben. Und zwar ist zentral, dass Sie natürlich die ordentliche Mikrofonquelle einstellen für Ihr Mikrofon. Das ist jetzt eben nicht Holyland, falls Sie das suchen, sondern das Holyland hängt ja an Ihrer USB-Soundkarte, und dementsprechend müssen Sie die USB-Soundkarte auswählen, die sowohl für den Ton Ausgang als auch Eingang verantwortlich ist. Und in meinem Fall wäre das jetzt hier die sogenannte USB PNP oder das USB PNP Sound Device von Logitech. Und das müssten Sie an der Stelle entsprechend auswählen und dann adäquat benutzen.
Das zweite, was Sie einstellen müssten, wäre freilich die Ausgabe. Auch hier bei der Tonausgabe nicht irgendetwas suchen, sondern zentral auch hier das USB PNP Sound Device. Und damit haben Sie dann auch die Audioausgabe realisiert. Und ich zeige Ihnen nachher noch, was das Gerät zu leisten imstande ist. Wenn Sie das Ganze nicht auf diese Art und Weise einbetten wollen, können Sie natürlich diese Mikrofone auch ganz herkömmlich wählen als Eingänge in jeder Art von Videokonferenz. Sie brauchen nicht separat über VoiceMeter zu gehen. Ich benutze das allerdings, weil ich möglicherweise neben diesen USB-Geräten noch ein USB-Headset einhänge, mit dem ich normalerweise arbeite. Und dann habe ich diese beiden Mikrofone zur Verfügung, um sie ins Publikum zu geben. Vielleicht ganz kurz und zum Abschluss zeige ich Ihnen jetzt noch mal ganz kurz die Soundqualität der USB-Soundbar, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Und zwar handelt es sich dabei um dieses schmucke Gerät, das, wie gesagt, in den Rucksack passt und sich dementsprechend auch leicht einsetzen lässt in der Lehre. Und damit Sie einen Eindruck davon bekommen, wie das Ganze klingt, musste ich urheberrechtsfreies Material wählen und nutze hier der Einfachheit halber meine Vorlesung und würde ganz gern mit Ihnen reinhören. Den Ton, den Sie gleich hören, zeichne ich mit diesem Mikrofon auf. Bitte wundern Sie sich also nicht, es geht mir jetzt nur um die Demonstration der Lautstärke möglich, der Lautstärke und der Verstärkung, die Sie haben. Und Unterdrückungszusammenhänge. Wenn Sie so wollen, Membe. Na, also das ist faktisch genau dieselbe Linie. Wenn Ihnen der Name Siegfried Jäger im Studium noch nie untergekommen ist, also wenn Sie das noch nie gehört haben. Also Sie sehen, das ist eine Möglichkeit, um die Audioausgabe Ihres Systems deutlich zu verstärken. Und Sie können damit oder Sie sind damit nicht mehr angewiesen auf die Audioausgabe Ihres Notebooks oder die Audioausgabemöglichkeiten, die Sie vor Ort in einem Seminarraum vorfinden. Und die können ja bisweilen beschämend sein. Insofern ist das, glaube ich, die beste Möglichkeit, um mit einem Rucksack und diesen Gimmicks, die ich jetzt noch zusätzlich vorgestellt habe, neben der Grundausstattung ein wunderbares Set für die hybride Lehre zusammenzustellen. Ich würde alles, was ich benutzt habe, in diesem Video in der Beschreibung unter diesem Video verlinken. Ich hoffe, dass es Ihnen geholfen hat beim Aufbau des Ganzen und dass Sie sich auch einen leichteren Eindruck davon machen können, wie gut die Qualität ist. Um jetzt nochmal abschließend zu zeigen, wie mir die Kamera folgt, können Sie sich entsprechend im Raum bewegen und haben keine Verluste bei der Soundqualität in eine Videokonferenz oder während eines Streams, wenn Sie direkt aus der Veranstaltung streamen wollen oder das entsprechende aufzeichnen, so wie ich das jetzt gerade tue. Das soll es für heute aber gewesen sein. Ich bin ganz herzlich hier, Alexander Lasch, bin gespannt auf Ihre Erfahrungen in der hybriden Lehre. Würde das Ganze jetzt als ein Medium-Quality-Set, als Königsweg, also als meinen Königsweg für die hybride Lehre markieren. Und schlussendlich haben wir es dann geschafft, wirklich ein brauchbares Set mit einer guten Qualität in einem Rucksack zur Verfügung zu stellen, dass Sie überall und jeder Ort, aller Orten einsetzen können, wenn es um die Herstellung und Realisierung einer Videokonferenz oder eines qualitativ hochwertigen Streams geht. In diesem Sinne, ganz herzlich, bis zum nächsten Mal. Ciao.